Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 13. Dezember 2023. Und unser DAX hat hier weiter gebastelt. Ja, es sieht auch schön aus, aber eine Rakete ist es nicht geworden. Und ja, es ist eine rote Tageskerze geworden. Interessant. Ja, wir haben gestern schon drüber gesprochen, dass sich das Stimmungsbild bei den Leuten wandelt. Und ich hatte deswegen gesagt, dass das ein Anzeichen sein kann, dass unser DAX vielleicht auf die nächsten Hochs etwas juckig wird und anfängt, etwas am Trend zu rappeln. Und das hat er schon mal getan. Das ist schon mal ein Anfang. Ich sag's aber gleich dazu, für die, die hier die ganze Zeit schon hechelnd da sitzen und einfach nur warten, dass ich sage, go short. nee, nee, das reicht mir noch nicht. Dafür ist er zu gut wieder hochgekommen, hinten raus. Ne? Also ihr seht das hier. Er ist quasi schwach reingestartet und hat dann den Verlust relativ gut wieder ausgeglichen bekommen. Sehr flach, aber er hat ihn ausgeglichen bekommen. Aber eben auch keine grüne Tageskerze. Und wir waren oben drüber. Ne? Wir waren mal über der 8,20. Und es sah sogar so aus, wie als wollte er zu Beginn die 8,20, 800 von oben halten. Hat aber nicht hinbekommen. Hat sich einfach drunter geschoben und eben, ne, erinnert euch an das Video von, wann war es, letzte Woche, Donnerstag? Da haben wir das gemalt, da, ja? 8,20, einmal draufstoßen, dann neues Hoch, Kaufsignal, weiter im Trend. Das genau kam nicht. Ja, ist von 828 einfach nicht nochmal auf ein neues Hoch hochgekommen, dann hat sich stattdessen runtergespielt. Unsere Lisa, die hat sogar schon Short gewollt. Aber mir juckt es ja auch im Finger, wie vielen von euch. Aber das mache ich nicht, das mache ich nicht, weil das führt sonst nur dazu, dass man jeden Tag drinnen sitzt und juckige Hand hat und Short will und Short will und Short will. Und steht am Markt irgendwann bei 16, 18, 18.600 und man fragt sich, was zur Hölle hast du, Typ, eigentlich die ganze Zeit gemacht? Das sind doch jetzt 3000 Punkte vom Tief, warum bist du nicht einfach mal long mitgegangen? Und damit ich mich nicht über sowas ärgern muss, mache ich ab den Momenten, wo eben Abwärtstrends brechen, und das ist hier der Fall gewesen, sowas nicht, dass ich dann zu früh anfange, hier irgendwie der Erste in der Umkehr sein zu wollen. Da war ich früher mal ganz großer Profitrainer. Das hat mir überhaupt nicht geholfen. Da war ich der super Schnipper hier. Da ich alles anlegen können, um den maximalen Drehpunkt zu finden und das Beste hoch, um dann da drinnen zu stehen. Aber das hat mir überhaupt nichts geholfen. Also, das hat sich nicht positiv auf meine Jahresbilanz ausgewirkt und dann habe ich es irgendwann abgelegt und dann ging es besser. Und wie nutzt man das jetzt für sich? Das kann man jetzt dafür sich nutzen, indem man sagt, okay, verstehe ich, Martin. Ich bin auch jetzt noch nicht, halte mich daran, bin jetzt auch noch nicht so juckig, dass ich hier die ganze Zeit auf die Short-Taste drücke. Aber man kann ja jetzt mal gucken, was müsste er denn jetzt machen, um für Short interessant zu werden? Er müsste, um für Short interessant zu werden, abkippen und sich hier jetzt das Band nach unten aufdrehen. Er müsste unter einer 7,30, 7,25 fallen. Und dann würde ich fast sogar sagen, ist alles, was danach passiert, denkt immer an das, was wir gemalt haben. Soll ich es nochmal malen? Warte. So, da haben wir erstmal das Malebild. Irgendeiner hat auch mit mir geschimpft. Er hat gesagt, Martin, das ist ein Seminar, was du machst. Brat nicht so viel im YouTube-Videos. Lass die machen. Da war einer böse gewesen, dass wir uns am Donnerstag da so viel reingucken. So, das machen wir normalerweise in das Seminar. Aber ein bisschen was können wir ja hier auch mal. Ihr sollt ja nicht doof sterben. Ihr solltet es ja auch verstehen, was ich zeige. Dann habe ich mehr Ruhe über den Tag, weil ich nicht so viel blöde Kommentare kriege, will ich nicht sagen. Aber es gibt manchmal Leute, die verstehen es halt einfach nicht. Und manche wollen es auch einfach nicht verstehen. Aber so, pass auf, das ist die 37. An dem Moment, wo der Markt unter die 37 taucht und ich sage zu euch, unter 37 ist der Markt für mich short. Ja, denkt an das Video am Donnerstag, habe ich jetzt genauso erklärt. Aber ich möchte es jetzt hier nochmal deutlich machen, weil es garantiert die Hälfte schon wieder anders verstehen will, weil sie übelst geil auf short ist. Ich verstehe das, ich verstehe das. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr dürft die Analyse nicht dafür missbrauchen, dass am Ende das rauskommt, was ihr hören wollt. Ich sehe das immer wieder bei so vielen. Da gibt es irgendeinen, der sagt, oh, der Markt kann jetzt 800 Punkte fallen und das ist das, was die wollen. Dann stehen die da, dann applaudieren die, das finden die großartig, das finden die total klasse und sagen, oh, das ist prima, super Analyse, hast du gut gemacht.
weil das genau das ist, was sie hören wollen. Aber ihr sollt euch dahingehend trainieren, dass es nicht darum geht, was ihr wollt, sondern dass ihr wirklich guckt, wie bewegt sich der Markt. Und dann guckt, was will der Markt. Und dann müsst ihr auch wollen, was der Markt wollt, und dann mitgehen. Und wenn der sich morgen umdreht und was anderes will, dann müsst ihr sagen, ja, das will ich auch, ja, geh mit. Danke, danke, DAX. Wieder 50 €, 100 € oder 1000 € gemacht. Danke, DAX. Gerne. Nächsten Tag dreht er sich um und sagt, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ich will heute dahin. Und ihr sagt, okay, ja, ich will das auch. Ich will das auch. Das ist genau das, was ich will. Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg zum Trader. Das ist leider nicht das, was die meisten wollen. Die meisten, die sitzen hier da. Wartet, wir springen nochmal ein Bild zurück. Die meisten sitzen hier da und wollen das hier. Ab dem Punkt wollen sie das. Und wenn er hier oben steht, dann wollen sie das. Und wenn er hier oben steht, wollen sie das. Und wenn er da oben steht, wollen sie das. Und wenn er dann da oben steht, wollen sie das. Ja, die wollen die ganze Zeit das Gleiche. In einer Bewegung. Und wenn der Markt dann anfängt zu fallen, passiert es ganz häufig, dass diejenigen, der Markt dann anfängt irgendwo zu drehen und er fällt, was wollen die Leute dann? Das! Und dann hier, das! Und was macht der Markt? Was macht der Markt? Acht, weiter. Und dann kommt genau das, was die Leute wollen, aber sie handeln es dann nicht mehr. Ja, deswegen, nochmal Sprung zurück. Sollt ihr versuchen, nur das zu handeln, was der Markt vorgibt und mitgeht. Und dann machen wir jetzt nochmal den Sprung zurück. Ah, ist wirklich ein bisschen dolle rein ins Seminarthema. Boah. Ist mir wirklich wichtig, das ist mir wichtiger, dass ihr die Analyse versteht, als dass sich vielleicht einer nochmal beschwert und sagt, wir geben hier zu viel raus. Also, wenn ich sage, unterhalb 37 ist der Mockshot, heißt das auf keinen Fall, dass ich an so einem Punkt jetzt hier sage, boah, komm, Short rein, Stop Loss, am besten noch hierher, ja, irgendwie so eine total beschissene Stelle, einfach so pauschal irgendwo in die Mitte rein der vorherigen Tagesbewegung, sind auch so kleine Anfängerfehler, die viele machen, und platzieren einfach ihren Stop schlecht. So, also hier rein. Genau, Punkt. Nee, ich hatte gesagt, so wird es nicht machen, genau. Also da den Stop-Loss auch nicht hinwerfen. Ja, das war jetzt ein Falschbeispiel, wie man es nicht macht. Ich würde aber auch hier nicht reingehen, sondern ich gucke dann auf sowas unter der 37, wenn der Markt zum Beispiel anfängt, ein tieferes Hoch auszubilden, was unter der 37 bleibt. Das muss auch gar nicht so sein. Und dann ein neues tieferes Tief macht. Dann macht er hier an dem Punkt, unterschreitet er dieses Tief hier, hat ein kleines höheres Hoch und dann kann ich hier Short gehen. So bloß drüber setzen und weiter in den Markt handeln. Und wenn er dann von hier unten wieder hochdreht und er kippt wieder ab, dann ist er immer noch unter 37. Und dann ist das für mich Short. Und wenn er dann wieder ein neues Tief macht, gehe ich hier wieder Short, leg wieder ein Stop-Loss runter und handle weiter. Ja, das ist damit gemeint, wenn ich sage, in einem Satz, unter 37 wird für mich Short interessant. Punkt. Das ist die Übersetzung dafür. Ja, ich mache das nicht ganz so simpel, wie es jetzt hier dargestellt wird. Ne, gibt es ja auch ein paar Setups, die wir haben und so, aber grundlegend fürs Verständnis, weil das machen immer, glaube ich, viele, viele nehmen das anders auf. Die sagen, hey Martin, der war jetzt bei 7,19, damit war er doch drunter. Jetzt wurde ich hier voll ausgestoppt. Dann frage ich mich, aber warum? Warum wurdest du ausgestoppt? Wo bist du denn? Wieso bist du denn da reingegangen? Ja, also unter 37 heißt es für mich, ich suche dort Short-Signale, darunter wird der Markt für mich attraktiv auf die Short-Seite. Heißt nicht, dass ich bei 7,24 Short gehe. Na? Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Und ich suche da aktiv nach Signalen, die muss der Markt aber auch zeigen. Kommt das nicht? Der Markt bleibt darüber, stößt sich von 27, 7, 7,25, 37 einfach zum Beispiel einfach wieder hoch. Ja? Durchbricht von unten kommen die 37, ohne darunter wieder abzudrehen. Lasse ich ihm hier Platz erstmal für Seitwärtsphasen. Das haben wir gestern besprochen. Dass ich mir das gut vorstellen kann, dass der hier auch einfach jetzt bis 2 Wochen einfach zur Seite macht. Mal oben drüber gucken, mal unten ein bisschen drunter gucken, überall mal ein bisschen stänkern, aber zur Seite. Das wird es super reinpassen, weil die Stimmung wird, die dreht sich. Das haben wir gestern gesagt. Und manchmal habe ich den Eindruck, manche wollen mich auch ein bisschen ärgern, ne? Ich habe das gestern extra noch vorgewarnt und habe gesagt, hey, pass ein bisschen auf, mit den neuen Hochs. Da sind sehr viele momentan, die jetzt hier auf Long drehen. Und ich gucke früh in den Chat bei uns, ich glaube 10 Uhr oder so. Long, 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 long. Alle Long. Ausnahmslos waren alle Long und haben Longs eingestellt.
wenn ich noch sage, passt ein bisschen auf. Und er ist nicht mal nach oben drüber gegangen, der hat sich nicht mal über der 820 etabliert, die sind alle drunter lang gegangen. Wo ich dann sage, naja, Freunde, das ist genau das, was wir in der Analyse eben nicht besprochen haben. Also das, was nicht gemacht werden sollte. Aber das ist ein prima Beispiel, wie die Menschen funktionieren. Weil das bestätigt genau das, was wir gestern erzählt haben. Das bestätigt ganz genau das, was wir gestern erzählt haben. Und wie hat der Markt reagiert? Das ist runtergetreten. Na, bis zu dem Punkt, wo es interessant wurde für die ersten, wieder auf der Short-Seite, wo sie ein bisschen Fantasie gekriegt haben, und hat sich dann wieder ein bisschen hochgedreht. Aber da müsst ihr wirklich hingucken. Wir haben das gestern sehr ausführlich behandelt und betont. Ja, wenn das so bleibt und die hier alle übelst geil sind, auf Long jetzt plötzlich und sich drehen, dann verrennt er sich jetzt hier erstmal. Dann bleibt er hier noch ein bisschen stecken. Ja, und deswegen gucken wir da sehr genau hin. Ansonsten bleibt alles unverändert. Wir haben über der 8 20.800, wenn er da drüber stehen bleibt, also das gestanden bekommt, sich drüber etabliert bekommt, quasi das andersrum, wie das, was ich gerade für die 37 gemalt habe. Ja, ich mal das jetzt nicht nochmal. Ihr seid schlau, ihr kriegt das hin. Ja, also das Bild hier einfach gespiegelt und die Zahl durch die 820 ersetzt. Ja, wird er Platz kriegen bis 69 hoch. Ja, den er ausfüllen kann. Und auch weiter. Muss er aber zeigen. Muss das zeigen, dass er das hinkriegt. Zeigt er nicht, dass er das hinkriegt, dann wird er sich hier noch seitwärts verrennen oder diese Verkeilung ein bisschen aus. Also für mich sieht es aus, ein bisschen Verkeilung ist nicht. Ist, weiß gar nicht, müssen mal ein paar Linien ziehen, ob es überhaupt eine Verkeilung wird oder ob es nicht vielleicht sogar ein Parallelogramm ist. Ein bisschen hat er aus der Verkeilung rausgenommen jetzt hier durch dieses frühe Tief. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon raus ist. Aber wir gucken das uns näher an. Brennt so und so nichts an. Da kommt es auf einen oder anderen Tag nicht an. So eine Umkehr auf so einer Ebene braucht lange. Da könnt ihr euch schon mal mit anfreunden. Das verpasst man eh nicht. Ja. Irgendwann kommt eine größere Stoßkerze, eine Initiale. Die ist dann der Anfang. Und dann musst du aber auch dranbleiben an der Abwärtsbewegung. Wenn du die ganze Zeit Short willst, musst du dann dranbleiben. Und das machen die meisten nicht. Da kommt eine lange rote Kerze, dann kommt nächsten Tag das Abwärtsgap und alle wollen sie long. Ja, das, was ich hier gerade gemacht habe mit dem blauen Strich nach oben, das ist immer das Gleiche. Und deswegen sind wir machen sie besser wie die anderen. Ja, wir versuchen, die 20% zu sein, die an der Börse eben nicht verlieren. Ja, weil 80% verlieren nachweislich oder über 80% sogar. Ja, sondern wir machen das so, dass wir, wenn das initiale Signal kommt, uns dann eben auch nach unten öffnen und die Chance nutzen, wenn es denn so weit ist. Diese Tageskerze, die wir hier haben, reicht mir wirklich noch nicht. Ja, ich will den 137 jetzt sehen und dann auch dort fortwährend, weil ich rechne hier eher damit, dass wir eine Range zur Seite kriegen, dass es sich festhängt. Ja, weil die Leute long wollen, die anderen noch short drinnen sitzen, noch nicht alle ausgestoppt sind, das ist jetzt hier ein bisschen knirschig. Eine knirschlige Zone. Ja, wir beobachten das. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Alles Gute, viel Erfolg zum Dienstag und dann hören wir uns morgen wieder mit der Analyse für den Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.